Angehalte vorzustellen. Ich richte mir das mal schnell ein. Das Kriseninterventionszentrum, vielleicht darf ich uns kurz vorstellen, wir sind eine Institution, die im ambulanten Bereich mit einem psychotherapeutisch fundierten Angebot Krisenintervention betreibt. Für Menschen, die in Lebenskrisen gekommen sind, psychosoziale Krisen erleiden, oft durch Verlust, aber auch durch Veränderung. Und es gibt uns heuer seit 40 Jahren. Und ich will Ihnen jetzt erzählen über dieses Projekt Väter in Krisen, warum wir hier diesen Fokus auf diese Männergruppe, diese Familienväter legen. Zwei erhebliche Unterschiede sind es. Vieles von dem haben Sie heute schon, ist heute schon angeklungen. Es betreffen uns in unserer Arbeit aber auch diese zwei erheblichen Unterschiede, nämlich dass Männer so sehr bei den Suiziden überwiegen. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass Männer machen drei Viertel aller Suizide in Österreich aus. 1300 Suizide sind das im Jahr, also bei knapp 1000 Suiziden durch Männer jeden Tag fast drei Suizide. Auf der anderen Seite sehen Sie links, das ist das Verhältnis von Männern und Frauen, die als Klientinnen zu uns ins Kriseninterventionszentrum kommen, und da machen die Männer nur ein Drittel aus. Jetzt ist natürlich die Frage, ist hier die Bedürfnislage geringer? Haben die Männer weniger Krisen? Brauchen sie weniger Hilfe? Das glauben wir nicht. In der sozialwissenschaftlichen Männerforschung, Robert Connell und Pierre Bourdieu haben wir heute schon kennengelernt, sehen wir hier auch einen möglichen Erklärungsansatz für diese Phänomene, die dazu führt, dass Männer sich so viel häufiger das Leben nehmen und auf der anderen Seite aber so viel weniger zu uns kommen. Wir haben dieses traditionelle männliche Rollenbild. Auf diese Daten ist auch schon eingegangen worden, nämlich dass ja, was auch dafür spricht, dass Männer doch auch Hilfe bedürfen, ist, dass wir viel kürzer leben, also deutliche kürzere Lebenserwartung haben. Hier haben wir noch, zeige ich Ihnen noch, dass auch Männer vor dem 65. Lebensjahr zu einem viel häufigeren Anteil versterben als Frauen. Wir kennen hier die Zahlen der Alkoholiker in Österreich, also das ist auch schon Thema geworden, die Suchtproblematik als eine Reaktionsweise männlichen Verhaltens- und Problemlösungsverhaltens. Ja, wie gesagt, dieses traditionelle männliche Verhalten mit diesen Ansprüchen an Unabhängigkeit, Autonomie und Kontrolle, wie wir es schon sehr eindrücklich und gut verständlich vorgestellt bekommen haben, lässt uns auch verstehen, dass das Erleben von Autonomie und Kontrolle eben Gefühle wie Angst oder Trauer oder Unsicherheit wird durch diese Gefühle bedroht. Die Folge ist, dass Gefühle abgespalten werden, auf die Ebene des Körpers geschoben werden, also auch Somatisierung ein Effekt der Problematik. Hilflosigkeit wird auf Schwächere projiziert, Schuldige werden im Außen gesucht, das Innere wird gegenüber dem Umfeld verschlossen. Eine solche Dynamik erschwert das Aufsuchen von Hilfe massiv oder verunmöglicht es. Insgesamt ergibt sich indem eine Bedrohung des Selbstwerts, dann, wenn das Versagen eigener Bewältigungsversuche erlebt wird, wenn also Hilflosigkeit doch empfunden wird, dann kann es eben dazu kommen, dass im Suizid der Ausweg gesucht wird. Er soll den Selbstwert vor der Vernichtung durch diese erlebte Scham retten. Wir haben das heute schon einmal dargestellt bekommen, auch Heinz Henseler hat in seiner Suizidtheorie das hier sehr schön beschrieben.
Ich meine, wir fragen uns natürlich auch, gibt es jetzt gar keine Entwicklungen hin zu modernen männlichen Rollenbildern? Zwei große deutsche Untersuchungen im Abstand von 10 Jahren sind dieser Frage nachgegangen und hier wird dargestellt, es gibt einen Anteil von etwa 30% dieses ganz traditionellen männlichen Rollenbildes. Es gibt auch Männer mit einem modernen Selbstverständnis und diese Zahlen nehmen langsam zu. Aber das, was für uns in unserer Thematik wichtig ist, dass wir eben auch durch Studien wissen, dass gerade unter Krisenbedingungen diese traditionellen Rollenmuster wieder stärker zum Tragen kommen. Und häufig spielt da eben besonders das homosoziale Dominanzverhalten, also das Verhalten zwischen den Männern, den anderen Männern gegenüber, eine größere Rolle. Es geht um die Frage, wie stehe ich da vor den anderen Männern? Meinen Arbeitskollegen, meinen Freundeskreis im Fußballclub, wenn ich Bedürftigkeit ist gleich bedeutend mit Schwäche zeige. Wir haben uns im Kriseninterventionszentrum gefragt, welche Möglichkeiten wir haben, auf diese ungünstige Ausgangslage der Männer im Zusammenhang mit Krisen und mit Sozialität einzugehen, zu reagieren, und haben jetzt dieses Projekt, das seit einem Jahr bereits, also nach einem Jahr läuft, initiiert. Als Zielgruppe der Männer haben wir diese eingegrenzte Gruppe der Familienväter ausgesucht, einmal mit einem Fokus zu beginnen. Es ist für uns auch im Hintergrund der Gedanke, dass wir damit auch den mitbetroffenen Familienangehörigen auch indirekt eine Hilfestellung geben können. Und Kinder sind von den Krisen ihrer Eltern meistens oder immer mitbetroffen. Und wir erachten es auch mit unserem Ziel, Männer besser zu erreichen, hier als im ersten Schritt leichter, Männer über eine bestimmte soziale Rolle bzw. über ihre Verantwortung in dieser Rolle als Familienvater sie zu erreichen und zu motivieren, dass sie kommen und Hilfe in Anspruch nehmen. Zwei Wege haben wir jetzt versucht in diesem Projekt, um diese Männer zu erreichen. Zum einen war das die Kooperation mit den sogenannten Gatekeeper-Gruppen. Das sind also Berufsgruppen, die häufiger oder leichter Kontakt haben zu betroffenen Männern, Männern, die in einer Krise sind oder die suizidgefährdet sind. Wir haben Informationsveranstaltungen gemacht, Schulungen, wir haben Informationsmaterial erstellt und es verbreitet. Ich darf gleich Werbung machen, hinten gibt es noch einen Stoß mit den Foldern, die gerade für Betroffene auch weitergegeben werden können. Bitte bedienen Sie sich reichlich an dem Platz, wo Sie arbeiten, wo Sie tätig sind. Können Sie es vielleicht auch gut weitergeben oder können auch Männer mit Hilfe dieses Materials auch motivieren, dass sie für ihre Krisen Hilfe aufsuchen. Ja, der zweite Weg, der führt über das Internet. Väter in Krisen und AT, das ist die Homepage, die wir zu dem Thema erstellt haben. Und hier geht es auch darum, wiederum die Männer anzusprechen in ihrer Thematik, mit dieser spezifischen Problematik, sich mitzuteilen, was sich da auch so weit herauszugehen und mit ihren Gefährdungen auch sie anzusprechen, also mit dem Thema Suizidalität oder auch Gewaltgefährdung. Lassen Sie mich jetzt erste Ergebnisse zeigen, wie sich dieses Projekt in der Umsetzung auswirkt und was wir beobachten konnten, indem wir diese Männer betreuen und auch mit untersucht haben, wie es ihnen ergeht. Vorgesehen waren insgesamt 400 Familienväter im Rahmen des Projekts zu erreichen. Da sind wir sehr froh, weil bisher, und wir sind ja bei der Halbzeit, schon über 150 Männer bei uns zur Betreuung gekommen sind, über 200 auch telefonisch oder mittels E-Mail-Beratung. Also es geht in eine gute Richtung. Es interessiert uns natürlich auch, wie diese Männer jetzt zu uns gekommen sind. Und, das ist schon hier, genau. Da sehen wir, dass wir sehen vor allem, das bestätigt uns in unseren Bemühungen, dass es tatsächlich gelungen ist, über das Internet Männer zu erreichen. 18% der Väter, die gekommen sind, sind über das Internet gekommen. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dieser Zuweisungsart,
sonst für das Kriseninterventionszentrum. Auch eine große Anzahl sind über Hausärztinnen und Hausärzte gekommen. Das ist ein Punkt, der uns auch sehr wichtig ist in unserer Arbeit, weil wir ja wissen, gerade bei Menschen, die sich das Leben nehmen, dass oft tatsächlich der Hausarzt die letzte professionelle Anlaufstelle war, die sie noch versucht haben. Also wir wissen, bei 70-80% von Menschen, die sich das Leben genommen haben, waren im Monat vor ihrem Suizid noch beim Hausarzt. Wir machen daher auch regelmäßig Schulungen für Hausärzte und Hausärztinnen im Umgang mit Krisen und mit Menschen mit einer Suizidgefährdung. Verschiedene Beratungsstellen auch, die auch im Bereich von Familien und Kindern arbeiten, haben uns hier zahlreich Väter geschickt. Auch vom Jugendamt gab es einen heftigen Anstieg. Und natürlich über Angehörige, auch hier denken wir, sind noch einige dabei, die auch über unsere Informationskampagne aktiviert worden sind. Das Alter unserer Klienten. Sie sehen da, zwischen 30 und 50 Jahren war der Großteil der Väter, die zu uns in die Betreuung gekommen ist. Das ist im Alter etwas älter, sogar unsere durchschnittliche Klienten, die größte Gruppe zwischen 40 und 50. Das heißt, hier waren weniger Väter betroffen oder sind gekommen, wo das Thema Vater werden jetzt in der Krisenentstehung eine Rolle gespielt hat. Das waren Väter mit älteren Kindern oder auch schon jugendlichen Kindern. Bei den Anlässen, warum sind die Männer zu uns gekommen, was hat ihre Krise ausgelöst? Da sehen wir, dass der Großteil bei knapp 50% mit dem Thema Partnerschaft bzw. Trennung in eine Krise geraten sind und so zu uns gekommen sind. Gerade bei der Trennung, beim ersten Punkt, haben wir sehr häufig auch das Problem mit Sorgerechts- und Besuchsrechtsstreitigkeiten. Und da konnte man zum Beispiel feststellen, dass zunehmend auch problematische Entwicklungen und Schieflagen, die sich zu Ungunsten der Männer ergeben, zunehmen. Wir kennen das Thema gut in den Betreuungen von Frauen, die mit Gerichtsstreitigkeiten und gerade mit dem Sorgerecht und dem Besuchsrecht Probleme haben, hier oft schwierige Situationen erleben, aber es kommt auch zunehmend mit Vätern, gerade die auch in der Betreuung aktiv sein wollen, hier zu Problemen. Das hat uns zu einem größeren Teil beschäftigt. Gewalt als Problem an erster Stelle, auch zumeist in der Partnerschaft, war mit 6% auch ein relevanter Anteil. Wie haben nun diese Männer, in welchem Zustand waren diese Männer? Und das ist insofern interessant, als es jetzt in der praktischen Erfahrung noch einmal das eigentlich gut widerspiegelt, was wir heute schon gehört haben. Insgesamt waren die Männer, also wir haben erstens einmal das Faktum, dass die Männer interessanterweise älter sind, gerade obwohl es also hier die Gruppe der Familienväter sind, als sie zu uns kommen. Und zum Zweiten, bei der Frage des Zustandes, da sehen wir, dass die Väter in einen schlechteren Zustand kommen als die üblichen Krisenklienten, die bei uns in der Betreuung sind. Das, was Sie hier sehen, sind jeweils in Blau die Gruppe der Väter, verglichen mit dem durchschnittlichen Krisenklienten aus dem Jahr 2016. Und Sie sehen hier bei den unspezifischen Beschwerden, Beeinträchtigungen, die sich in einer Krise rasch einmal ergeben, deutlich eine größere Beeinträchtigung bei den Vätern, also Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Grübeln, innere Unruhe. Ganz eindeutig. Relativ ähnlich findet sich das bei den depressiven Symptomen. Sowohl was das Depressive, auch Affekteinengung, Antriebslosigkeit, Interesselosigkeit, diese klassischen depressiven Symptome, waren bei unseren Vätern, bei diesen Männern stärker ausgeprägt als bei unseren durchschnittlichen Krisenklienten. Das Einzige, was jetzt hier, was ich Ihnen zeigen will, ist der Faktor Ängstlichkeit. Nicht verwunderlich, nach dem, was wir heute schon gehört haben, ist das Symptom oder die Beeinträchtigung, die bei den Vätern geringer ausgeprägt ist als bei den durchschnittlichen Krisenklienten. Kommen wir zu den typischen
männlichen Symptomen der Depression. Da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie schaut es da aus? Schon aufgezählt worden heute, Gereiztheit, Impulsivität, Aggressivität, der soziale Rückzug und dann eben auch der Substanzmissbrauch. Und hier sehen Sie, dass die Beeinträchtigung fast doppelt so stark ist als bei unseren durchschnittlichen Klienten. Und schließlich bei der Suizidalität, also bei der Selbst- und bei der Fremdgefährdung, bei uns an sich ein häufigeres Thema, denn weil es in den Lebenskrisen ja doch immer wieder zu akuten oder vorübergehenden Suizidalität kommt, zu Suizidgefährdung oder auch zu Suizidversuchen. Dann sehen wir, dass hier wiederum bei 40% der Väter, die hier zu uns gekommen sind, Suizidgedanken ein Thema war, zumindest in leichter Form, aber bei geringeren Anteil auch sehr schwere und heftige Suizidgedanken, auch eine entsprechende suizidale Einengung war bei fast 30% gegeben. Insgesamt eine Suizidgefährdung haben wir bei 35% gesehen. Und auch die Fremdgefährdung, das überschneidend auch mit der Suizidgefährdung war, bei 15% doch ein relevanter Anteil. Also wir sehen in Summe, wenn wir das zusammenfassen, eine Gruppe von Männern, Vätern, die in einem deutlichen Ausmaß beeinträchtigt sind in ihrem Zustand, häufig auch mit depressiven Symptomen, ein depressives Zustandsbild, darüber hinaus auch noch stärker mit diesen typisch männlichen Symptomen auch. Und mit Suizid und Fremdgefährdung. Das passt sehr gut zu dem, was wir heute schon gehört haben, und ich möchte diese Untersuchung von Wolfersdorf zitieren, denn er hat untersucht an stationären Patienten, also Patienten, die Patienten, die im Spital behandelt werden mit einer Depression. Da ist es so, dass die Männer im Vergleich zu den Frauen älter sind bei der Aufnahme. Auch hier wieder das Phänomen, dass die Männer älter sind. Es ist auch die Hypothese zulässig, sie kommen später. Also sie nehmen auch später wahr, wann sie depressiv werden und kommen erst in einem späteren, zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist eben, wie es so aussieht, viel schwieriger für Männer, hier Hilfe anzunehmen. Wenn sie dann kommen, sind sie auch in einem stärkeren Ausmaß beeinträchtigt, stärker depressiv in der Fremdbeurteilung, fühlen sich auch subjektiv hoffnungsloser. Und wir sehen eben wieder das viel häufigere Auftreten dieser typischen männlichen Depressionssymptome. Das, was gut, die gute Botschaft dieser Untersuchung ist, ist, dass sich gezeigt hat, dass nach am Ende der Behandlung im Spital Männer und Frauen gleich gut auf die Behandlung angesprochen haben. Also das ist das, was uns Hoffnung geben kann. Wenn es gelingt, Männer hier in eine Behandlung zu bringen, dass sie zu motivieren, dann sprechen sie auch genauso gut bei dieser Untersuchung auf die Behandlung an. Und dieser Effekt hält sich auch nach einem Jahr nach Untersuchung oder bleibt auch im gleichen Ausmaß vorhanden wie bei den Frauen. Kurz über den Verlauf der Behandlung oder der Krisenintervention in unserem Zentrum. Hier sehen wir, dass unser Angebot, also bisher haben wir 83 von diesen Klienten, haben die Betreuung abgeschlossen und unser eben psychotherapeutisch fundiertes Beratungs- und Betreuungsangebot wurde in im Durchschnitt 3,5 Termine wahrgenommen. Es gab viele, die nur einen Termin hatten bei einem Viertel der Klienten, aber manche, das Maximum waren 13 Termine. Zusätzlich wurden immerhin 40% auch medizinisch versorgt. Es gab bei über 40% auch eine Sozialbetreuung. Also Menschen in Krisen haben natürlich auch unterschiedliche zusätzliche Bedürfnisse, beziehungsweise ist es auch hilfreich, hier auch zusätzlich medizinisch diese deutliche Beeinträchtigung erleichtern zu können. Paarintervention gab es immerhin auch bei knapp 10%. Ich möchte Ihnen natürlich auch zeigen, ob unsere Betreuung auch etwas gebracht hat. Und bin froh, Ihnen hier positiv berichten zu können. Wir haben uns also natürlich auch angeschaut, versucht, das ein bisschen zu objektivieren, diese Beeinträchtigung der Menschen, wie sie zu uns gekommen sind, die Männer, die sie am Anfang, in welchem Zustand sie waren, nachdem das
doch ein bisschen unterschiedliche Zustandsbilder waren, haben wir einfach einen generellen klinischen globalen Eindruck uns gebildet, den es auch in der Literatur gibt, und haben das verglichen vom Erstgespräch und den Wert dann zum Abschlussgespräch. Das betrifft also diesen klinischen Wert, das betrifft aber auch das soziale Funktionsniveau, das ist eine Skala, die sich hier international etabliert ist, und in der Selbstbeurteilung, das heißt, da haben die Männer selber eine Frage, wie es ihnen in ihrem Zustand geht, wie ihre Befindlichkeit ist. Und wir sehen tatsächlich, also statistisch signifikant, also das hat wirklich Relevanz, diese Ergebnisse, eine deutliche Verbesserung des klinischen Eindrucks. Im Durchschnitt waren sie bei uns deutlich beeinträchtigt, wenn man das verbal fasst, und waren dann nur mehr leicht mäßig beeinträchtigt. Das Funktionsniveau hat sich deutlich gebessert, und auch in Selbstbeurteilung ist dieser Wert viel besser geworden. Ist natürlich wichtig zu sagen, wir sind jetzt, das ist jetzt keine statistisch, also wissenschaftlich nicht verbindet, wir sind jetzt dabei, eine Vergleichsgruppe zu beginnen, zu untersuchen, damit diese Ergebnisse auch noch besser untermauert werden, aber es ist für uns schon ein guter Hinweis, dass dieser Ansatz sinnvoll ist und dass wir den weiterverfolgen. Eine ganz kleine Gruppe hat auch mittlerweile schon eine Nachuntersuchung absolviert, und da sehen wir jetzt hier nur den Befindlichkeitswert. Auch hier noch einmal diese Verbesserung, und wir sehen, dass diese Verbesserung der Befindlichkeit, also Abnahme ist hier Verbesserung, muss man dazu sagen, und zwar in einem etwa normalen Bereich, normaler, guter Befindlichkeit, die hält sich auch im Wesentlichen 3 Monate nach dem Ende der Krisenintervention, allerdings mit einer etwas größeren Streuung. Soweit. Zu den Ergebnissen. Lassen Sie mich zusammenfassen. Die Inanspruchnahme von Hilfe und Unterstützung stellt für Menschen, für Männer eine erheblich größere Hürde dar als Frauen, das möchte ich zusammenfassend feststellen. Der Umstand, nach diesem theoretischen Konzept der traditionellen männlichen, hegemonialen Männlichkeit, macht deutlich, dass Hilfsbedürftigkeit für Männer eher viel eher als beschämend erlebt wird und den Selbstwert gefährdet. Und hier sehen wir einen wichtigen Ansatzpunkt. Wir sehen da auch den Grund dafür, dass bei Männern in Krisen häufiger und mit größerem Ausmaß zu gefährlichen Entwicklungen die Suizidalität kommt. Mit dem Projekt Väter ist es in Krisen ist es gelungen, eine größere Zahl von Vätern zur Inanspruchnahme zu motivieren. Die betroffenen Väter waren in ihrem Zustand deutlich beeinträchtigt. Suizidalität und Fremdgefährdung waren relevante Probleme. Mit der Krisenintervention ist es gelungen, für die Mehrzahl der Väter eine signifikante Verbesserung in Richtung Wiedererlangen von Handlungsfähigkeit und Zurechtkommen mit den teils schwierigen sozialen Situationen zu erreichen. Weitere Aufgaben für das Projekt liegen darin, auch jüngere Väter noch anzusprechen. Das ist das, was wir uns zum Ziel setzen wollen. Besonders da, wo Krisen ja auch mit dem Vaterwerden korrespondieren. Und die weitere Sensibilisierung in der Öffentlichkeit, aber auch in unseren Fachkreisen, bleibt uns damit ebenso ein wichtiges Anliegen.